Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Und da hinten war wieder eine fette Riesenhöhle. Es war einfach wieder eine tolle Höhle. Ich markiere die mir mal eben. Ungefähr hier so. Und es ist wieder richtig geil. Ja, Navi kennt den Weg quasi. Ist autonomes Rudern und Fahren. Im Segelbetrieb ist es allerdings noch im experimentellen Stadion. Deshalb, Stadion. Also wirklich, es ist spät, die Laune ist groß, aber die geistigen Kapazitäten, ja, werden nur noch durch literweise Kaffee irgendwie am Leben erhalten. Apropos, ich nehme mal ganz kurz ein Schlückchen. Ach, herrlich. Das ist auch eine Premiere. Sonst immer nur Wasser. Heute mal richtig schön Arabica. So. Grasland. Nett. Mit den beiden Steinen. Voll gut. Voll geil. Schöne Landzunge. Wildschweinchen gibt's auch. Und gleich fetter Dunkelwald mit fetten Bergen. Gleich am Start. Ist echt. Ist ein Träumchen. Ist wirklich ein Träumchen. Hoppala, jetzt bin ich aber ein bisschen lang auf dem. Ja, richtig geil. So, bin ich ein bisschen lange auf dem Knopf hier hängen geblieben. So. Ach, das Leben ist schön. Das Leben ist einfach schön. Da müssen wir uns jetzt hier auch nicht sorgen, dass wir ja gegen Felsen fahren. Wir genießen einfach mal die Aussicht. Ist wirklich schön hier. Keine Ahnung. Ich bilde mir einfach ein, ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe wirklich Glück gehabt mit dem Seed und meine Karte ist besonders schön. So schön hat's keiner. So, alle haben nur so eine hässlichen ollen Insel mit so einem fetten Berg irgendwie. Guckst du mich mal an? Der hat auch nur noch Augen für die Schönheit der Natur hier, habe ich das Gefühl. So, können wir da lang? Da hinten sind. Oh Gott. Da hinten ist. Ich sehe nur Land. Warum sieht da hinten nur Land? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. So. Der. Das ist meine Insel, die ich da hinten sehe. Was? Das ist doch. Eventuell. Kann sein, dass wir jetzt in eine fette Riesenbucht reinfahren und dass wir eigentlich da lang müssen? Kann das sein? Jo, das kann sein. So, wie. Ich mache hier einfach mal eine schöne Kehre. Da kommt der Wind auch bestimmt wieder gleich von hinten. Ja, ausgezeichnet. Oder kann ich ja lang? Nicht ja lang? Nee, das ist bestimmt ein Fluss oder so. So, Wind im Rücken. Ist zum Entzücken. Ach Gott, oh Gott. Ja, ich gebe zu. Ich habe so einen kleinen Zwirbelbart und so eine kleine Klampfe. Und ich werde ständig oben an den Mast gehangen. Quasi. Genau so sieht's aus. Wildschwein gibt's auch nie. Ich häng dann immer neben, also wirklich weit, weit weg mit Knebel im Mund häng ich dann irgendwie am nächsten Baum und strampel wild mit den Füßen. So kann ich. Das ist auch wieder nur eine kleine. Dankeschön. Das ist auch nur. Ist ja direkt. Nee, das ist nicht, oder? Keine Herze. Ich glaube, es sind keine Herze. So. Immer noch keine Seeschlange gefunden. Alter, unsere Insel ist monströs. Ich sehe den Berg da hinten noch am Horizont gerade entfleuchen. Es ist wirklich. Sind die Inseln immer so groß? Also, ich will mich nicht beschweren. Umso größer, umso besser quasi. Da hat man ja direkt im Startareal haben wir ja reichlich Möglichkeiten.
reichlich Wald, Rohstoffe, Gegner, um sich mal ordentlich vorzubereiten. Das ist die leerste Insel. Ah, okay, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, das ist die leerste Insel von die ganze Welt. Ist einfach nur eine riesen Graslandinsel. So. Bleiben wir hier schön durch. Ach, das Wasser. Wasser haben sie schon gut gemacht. Definitiv. Aber so geil wie bei Sea of Thieves. Das ist halt der Goldstandard. Sagen wir es mal so. Ist der Goldstandard. Das ist ja aber auch nicht verkehrt. Das ist wirklich nicht verkehrt. Wenn man mal dran... Oh, schon ewig nicht mehr gegessen war. Um hier zu feiern zu sagen. Und ein Pilzchen. Geil. Karottenpilzsuppe mit Pilzchen noch extra oben drauf. Für die Pilzliebhaber. So. Und da hinten... Das ist die Insel, oder? Das ist doch nicht wieder meine Insel. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oder hätte ich zu dem einen Schrein des Uralten, könnte ich einfach so rumlaufen. Macht mich nicht schwach. Macht mich nicht schwach. Ein Boot wäre so sinnlos. Man könnte einfach hinlaufen. Man könnte einfach hinlaufen. Zwischendurch müsste man wahrscheinlich noch irgendwie ein halbes Dorf errichten. Um Zeug und Kram zu lagern oder, weiß ich nicht, um einfach mal ein Bettchen in der Nähe zu haben, falls man dann doch mal irgendwie sterben sollte. Oh. Ich lasse es einfach mal aus. Ich will jetzt einfach mal rumfahren. Und dann würde ich denn doch lieber... Da sind ja keine Skelette. Und dann würde ich doch lieber mit Perpedes quasi, schon wieder ein Spawner, Perpedes einfach mal ein bisschen die Karte noch erkunden. Bitte, ich würde gerne rum, bitte, bitte. Dankeschön. Alter, muss man immer so meckern? Also nee. So, irgendwie ist der, sein, dass uns der Wind hier so ein bisschen durch die Gegend treibt oder die Wellen. Irgendwie fahren wir nicht hier so hundertprozentig in die Richtung, wo ich hin möchte. So. So geht doch. Muss man erst mal meckern. Da hinten ist schon wieder eine Höhle. Und noch ein Spoiler. Ja. Okay. Gut. Schwimmende Steine. Ein fetter Riesenberg. Oh, wir müssen... Oh, ich muss noch mehr. Ich muss noch ein paar Schnuffs muss ich noch besorgen. Das tut mir zwar in der Seele weh, aber... Ich bin mir auch unsicher. Schon wieder ins Spawner. Und das Wetter wird ein bisschen eklig. Volle Wurst. So, noch ein halber kaputter Turm. Der Wind kommt immer noch sehr gelegen. Vielleicht, warte, wir machen mal so. Oh Gott, jetzt werden wir hier ganz schön durch die Gegend, jetzt werden wir aber ganz schön durch die Gegend geschleudert. So, bitte rum. Dankeschön. Wir sind doch hier mitten zwischen zwei, was ist denn das hier? Hier kann doch wohl der Wind nicht so hartporig sein. Da. Das war wirklich das kürzeste Gewitter von die Welt. Was zum Teufel? Oder fahren wir gerade erst rein? Jetzt sind so düster. Jetzt ist es... Okay, ich hab nichts gesagt. Alles gut. Gerade war noch strahlenblauer Himmel und Sonnenschein. Jetzt schon wieder. Das Wetter macht auch, was es möchte. Anscheinend. So, einmal ein bisschen rum, dass wir hier nicht auf Grund laufen. Ist auch wieder ein fetter Berg, noch ein fetter Berg. Wir scheinen dem Unwetter ein bisschen zu folgen, habe ich das Gefühl. So, hier rum, haben wir das jetzt endlich geschafft? Sind wir rum? Ja. Der Altar des Uralten ist noch bei uns auf der Insel.
Ich bin mir halbwegs sicher. Außer ich habe gerade irgendwie eine Ausfahrt verpasst, die bei uns irgendwie rumgeht. Ich bin mir unsicher. Kann natürlich immer sein. Ihr kennt mich ja auch. Also viel besser als ihr. Mich kennen, würde ich mal behaupten, kenne ich mich. Es liegt im Bereich des Möglichen. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass ich dachte, das ist nur eine Bucht. Ich fahre mal dran vorbei. Jetzt sind wir hier schon bei der nächsten Insel. Ich würde gerne wieder ein bisschen näher an Land kommen. Wenn das möglich wäre. Habe ich gehört, hier sind... Naja, ich habe nicht gehört, ich habe sie gesehen. Die kleinen Seeschlangen. Ich glaube, die haben... Ich komme nicht rum. Okay, dankeschön. Sehr schön. So. Ah, und sonst habt ihr Spaß, ja? Wir hängen echt die ganze Zeit nur noch auf dem Boot fest. Da könnte man... Das ist doch nichts. Das ist doch nur ein Flüsschen, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie großartig was sein sollte. Wir können... aua, was war das denn? Was? Was war da? Haben wir eine Schlange überfahren? Ich werde hier über... Man wird hier wirklich über die Wellen rübergeprügelt. Könnte da reinfahren. Große Fragie. Könnte wirklich da reinfahren. Ich bin mir unsicher. Eine Route. Sehr schön. Ahoi da hinten. Tschüss. Okay, naja. 100 Meter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was war das denn? Jo, die Wellen, die. Oh. Bist du wirklich hübsch heute? Was ist. Ich müsste wohl wahrscheinlich noch einen Segelschein machen. Ich hab keine Ahnung, was uns hier immer blüht. Wir werden hier durch die Wellen, werden wir hier durch die Gegend geworfen. Und irgendwie scheinen wir ständig irgendwelche Steine zu treffen, wo eigentlich gar keine sein könnten. Oder wir überfahren Schlangen. Das könnte natürlich auch sein. Eine haben wir schon wieder gesehen. Aber ich glaube mal... Gott, Hilfe. Oh, was sind die da hinten? Komische kleine Insel. So ein bisschen aus wie... Ist einfach nur ein Felsen. Rendert der Rest nicht? Sieht interessant aus. Ich fahre da nicht hin. Ich hoffe, ihr habt Verständnis. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir in einem Sturm mit ein, zwei Seeschlangen am Start wahrscheinlich, also zwischen hier und dieser merkwürdig aussehenden Insel, habe ich wenig Lust drauf. Später mal. Wenn wir hier mit dem Dampfschiff unterwegs sind, mit Kanonen und Harpunen wahrscheinlich, dann gibt's Seeschlangen zum Frühstück, schön knusprig gebraten. Aber jetzt, jetzt ist fliegender Fisch. Oh, guck mal, schön. Sieht ein bisschen aus wie ein Lachs. Fliegende Fische hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber, keine Ahnung. So. Ich bin ja auch nur. Ein doofer Stadtjunge. So, kommen wir jetzt am. Da drüben. Da drüben ist das Portal. Da drüben wollen wir das Portal hinstellen. Da drüben wollen wir das Portal hinstellen. Wir brauchen also doch das Boot. Andere Insel. Ist anscheinend eine andere Insel. Und wir sind einmal rumgefahren. Schnell. Es gibt noch reichlich zu erkunden. Bitte wirklich noch reichlich zu erkunden bei uns. Oi weh. Da haben wir wirklich noch ein bisschen was zu tun. Vor allen Dingen hier die ganze Zeit immer gegenlenken. Sollte ich's wagen? Ich wünschte, der Sturm würde mal kurz aufhören.
So, da drüben ist schon wieder so eine sehr interessante Insel. So, können wir jetzt irgendwie ein bisschen schöner fahren? So. Da drüben. Wir sind gerade wirklich dran vorbeigefahren. Komm, Geronimo. So, ich hoffe, wir schaffen es. Voll Tempo. Voll Tempo, einmal rüber. Die Seeschlangen können mich mal. Also, sie können mich wirklich mal. So, und dann. Hier vorne. Hier, genau hier. Genau hier. Hui! Ich zieh mal hier rum. Ist halbwegs geil hier, oder? Ich könnte schon wieder was zu essen vertragen. Oh, immer das Gleiche. Immer das Gleiche. So, wir landen mal eben an. Sehr schön. Nein, verdammt. Dankeschön. So. Also gut, bleibt das Boot da, wo es hingehört? Oder treibt es jetzt ab? Treibt es ab? Wir fahren einfach mal fröhlich über die Insel rüber. Ich fühle mich, als hätte ich ein riesen überdimensionales Skateboard unter den Füßen. Ja, was machen wir denn jetzt, vor Schreck? Ja, komm ran. Dann gehen wir halt hier an Land. Irgendwie will er da nicht. Irgendwie möchte er da nicht. Ich würde jetzt einfach mal hier anlanden und auf dieser kleinen, umspülten Insel da. So, jetzt aber. Hier möchtest du bitte bleiben. Bitte. So, und dann. Hui. Hier ist sie noch. Ah, die wird komplett überspült. Nee. Nicht so aufregend. Ist nicht so aufregend. Machen wir denn vielleicht einen Tuch hier? Hier kommt doch keine Sau vorbei, oder? Hier kommt doch. Das ist eine Höhle, oder? Nee, ist bestimmt nur ein Felsen. Es ist bestimmt nur ein Felsen. Das ist nichts. Das ist einfach überhaupt nichts. Ach so. Ich bin jetzt natürlich wieder richtig intelligent gewesen. Das Ding ist fast. Ist ja nicht in Ordnung. Es ist fast in Ordnung. So, ich brauche das Edelholz. Den Rest brauchen wir nicht. So, raus hier. Entschuldigung. So, was brauchen wir denn nicht? Was müssen wir denn nicht haben? Was ist schwer? Ach, wiegt auch nichts. Wiegt alle nichts so richtig. Wiegt ein bisschen was. Machen wir mal so. Ja, komm, ist schon. Es ist stockfinster. Gut, dass wir die Steine rausgeschmissen haben. Hier ist ordentlich Kupfer am Start. Das können wir uns auch eigentlich noch unter den Nagel reißen. Wenn wir schon mal gerade hier sind. Irgendwie hat es schlechte Gefühle hier. Eigentlich ein sehr schlechtes Gefühl. So! Echter Stein. Ich brauche eine Werkbank. So, die möchte ich gerne. Ich stelle hier. So. Ich brauche verschiedene. Dann machen wir hier uns mal unser Portal hin. Ja, weiß ich nicht. Why not hier? Und dann... Ja, 5 Steine bräuchte ich. Einmal zum... Oder? Es hat gut geklappt mit dem anderen Lager. Da stand ein Lagerfeuerchen davor. Und obwohl es auch nicht an war, sind die einfach nicht hingekommen. So, 2, 3, 4. Und hier oben sind wir auch noch reichlich. So, sehr schön. Ich glaube, das sind 5, 6. Ausgezeichnet. Alle gut, alle schön. Guten Tag, hallo.
Grauzwerge, ganz sticknormale Grauzwerge, aber im Hintergrund höre ich irgendwie. Hört ihr das auch? Schwerter, Skelette. Keine Ahnung. Keinen blassen Dunst. So, das hätte ich gerne. Das würde ich mir einfach mal, wenn das hier mal ordentlich. Ich glaube, das hackt. Ich glaube, das hackt. Wirklich. So, komm ran hier. So schön in den Rücken. Finde ich immer geil. So, der ist weg. So, I have the high ground. Das wurde wohl nichts. Ich fange schon wieder an zu frieren. Aber hier habe ich ein schönes Lagerfeuerchen. Will ich jetzt noch richtig geil? Ich bin... Keine Ahnung. Also wir könnten hier das Kupfer mitnehmen. Müsste aber auch nicht unbedingt sein. Da hinten krauchen die Krautzwerge rum. So, Brutalkennung. Nicht verbunden. Verbunden! Das hätte geklappt! Ich habe gerade schon so einen halben... So einen Minischreck bekommen. Aber es scheint zu funktionieren. Könnte ich jetzt... Ich könnte einfach durchgehen, oder? Könnte ich... Was macht der Hirsch da? Voll der Techno-Hirsch. Hui, hui! Dann kommt schon wieder ein Schamane angeschissen. Ach Gott, du Gott, ey. Immer das Gleiche hier. Zwei Schamanen. Oder? Ich sehe nur grüne Augen. Ich könnte wohl... Nee, verdammt. Das wollte ich jetzt nicht. So, der alte... Das ist verbunden. Wie gehe ich da jetzt durch? So gehe ich da durch. Was? Ja, Alter, das ist doch geil. Ist doch geil. Und direkt ins Bettchen. Wir haben hier so ein, keine Ahnung, das sieht aus, als würde ich in den dritten Kreis der Hölle damit reisen können. Aber hey, geil, ich bin zu Hause. Juhu! Hier einmal schnell durchrepariert. Jo. Also wenn sich das jetzt schon nicht so hundertprozentig gelohnt hat. Aber holla die Waldfee. Mein lieber Herr Gesangsverein. Holz haben wir auch ordentlich am Start. Ich sortiere jetzt einfach mal alles ein. Ein Stein habe ich. Warum? Ach Gott, keine Ahnung. Oh. So, das kommt noch nach drüben. Das kommt hier rein. Da müsste ich aber eigentlich noch einen zweiten Stick haben, oder? Den lassen. Oder bin ich einfach nur doof? So. Da ist unsere Special-Kiste. Da hole ich einfach mal die Düse rein. Ja, also, nee, das hole ich drüber. Das kommt hier rein. Ich hoffe, unserem Brötchen gehen sie noch gut. Ich bin mir unsicher. So, das kommt unter das Bett. Das kommt da rein. Der Samen kommt hier drüben. So, da nochmal ein bisschen uralter Samen. Gut, dass ich die... Das kommt auch nach hinten und kommt hier rein. Kommt das hier? Ja, es kommt hier rein. Kommt doch da rein. Oder war das jetzt nur ausschließlich? Nein, es war wirklich nur ausschließlich für Bärchen. So. Habe ich ja noch fast vergessen. Und der Pelz. Was kann ich mit dem Pelz täten? Sieht nicht aus. Dankeschön. So. Jetzt leider nicht so viel passt, als wir den... Als wir den Wolfspelz bekommen haben, aber jetzt leider nicht so viel passt. Beziehungsweise vielleicht habe ich es auch so im Augenwinkel gesehen, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Das macht es jetzt nicht besser, aber... Oder ist das Ding wirklich nur...
ist da draußen los? Was ist da draußen los? Was machen die für eine Action? Läufer Wolf. Ja. Nö, danke. Ist, ja, nett gemeint. Ist wirklich nett gemeint, aber, ein Läufer? Wölfe killen? Ja, sieht nicht. Eigentlich irgendwie eher nicht. Irgendwie nicht. Habe ich jetzt wenig Lust drauf. So, ich schnapp mir einfach noch mal ein paar Süppchen. Die habe ich hier. Die habe ich hier. Machen wir mal den 10er-Stack noch voll. Hier mache ich auch noch mal voll. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das reicht, oder? Da eigentlich mal von denen ein bisschen was mitnehmen. Dann schnappel ich die auch einfach mal so zwischendurch. Ich hoffe, mir fällt da irgendwie nicht irgendwie der Arschborn ab. Aber... Jo, werden wir denn sehen. Werden wir einfach sehen. So. Wenn uns das, vielleicht fällt uns ja auch das Krotum ab. Ich hab keine Ahnung. Wie detailliert hier das Spiel ist. Sie haben 50 glühende Pilze gegessen, deshalb haben sie, ja, wir haben sie jetzt die Arschkarte. So, einmal dahin, hier wieder voll und ich freue mich des Lebens. So, da kann ich jetzt wieder hier schön die Reise durch die Hölle machen, um beim Alten rauszukommen. Weiß ich, wenn es wirklich wie bei Warhammer wäre. Also. Oder wie bei Minecraft. Da fährt man ja eigentlich auch durch die Hölle, wa? Oder? Ich bin mir unsicher. So. Ich bin wieder da. Sehr schön. Na gut, hat das eigentlich gut hingehauen. Das Boot steht auch noch da, ist nur halb im Arsch. Hier könnten wir jetzt... Ja, da könnten wir jetzt eigentlich ein bisschen was mitnehmen. Aber... für andere... Achso, nee. Alles gut. Eigentlich müsste man das gar nicht... Eigentlich müsste man das auch gar nicht benennen. Weil es ist ja ein Portal. Ach, keine Ahnung. So. Dann rennen wir doch mal eben... So, schöne ausgewogene Mahlzeit. Geil, noch ein paar Blaubeere. Wir haben 44 Stück gefunden. Ach, herrlich. Man muss einfach nur mal die Schönheit der Natur wirklich zu Fuß kennenlernen, ja? Ja. Ach da! Ach, meine Güte. So, guten Tag, hallo. So, Sie auch, bitte. Ja, komm ran hier. Sehr schön, sehr schön. Ist schon wieder eine Höhle am Start. Die markiere ich mir doch mal eben. Ganz flugs. Und das ist noch ein schönes Dungeon. So, sehr schön. Und irgendwo hier... Hier jetzt noch 50 Meter rein. Ja, man kann es echt auch überhaupt nicht übersehen. Ich habe jetzt gedacht so, ob wir es finden, keine Ahnung, aber... Ja, es ist, kann man sehen. Subtile Hinweise, habe ich mir schon gedacht. Man muss wahrscheinlich auch dann... Ja, die uralte Schüssel. Ruft den uralten, wir müssen uralten Samen in die uralte Schüssel tun. So, der Runenstein. Ja, okay. Ja, das ist jetzt schon gar nicht mehr subtil. Ja, klar, Dankeschön, Runenstein. Werden wir machen.
Noch nicht heute? Bestimmt noch nicht heute. Also in dieser Folge, ich habe auf die Uhr geguckt, wir sind schon wieder bei einer klemmlichen halben Stunde. Was ist mit da oben schon wieder? Jetzt hier. Schon wieder eine Trollhöhle? Fährt das Bronner am Start? Ich muss ja erstmal ein bisschen aufräumen. Zu spät! Es hat schon angefangen! Sie werden schon wieder umdekoriert. Sie werden umdekoriert! Widerstand ist zwecklos! Zu langsam! Viel zu langsam! Komm an hier! Au! So, eine Millisekunde zu langsam. Schade. Schade, wäre wirklich Flawless Victory gewesen. Aber naja. Es muss ja immer noch Platz nach oben sein. Und der besteht definitiv. Also, yep, dankeschön. Auf Wiedersehen. Nein, verdammt. Schon wieder. Es ist die Strafe für. Für monatelanges Baumfällen. Es ist einfach die Strafe dafür. Na komm. Na komm. Zu langsam. So, und der kriegt jetzt auch endlich mal sein Fett weg. Immer die gleiche Action hier. Guten Tag, hallo. Guten Tag. So. Hat sich das auch abgeessen. Da oben, ja, es ist ja wirklich schon wieder sehr verführerisch. Wirklich sehr, sehr verführerisch, dass hier oben ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist wirklich ein Schelm. Also wirklich in Spuckreichweite. Und das wirklich. Also kommt hier. Können Sie mal vormachen? Ich will gerade mal demonstrieren hier. Ihr könntet den Samen wahrscheinlich nehmen und von hier aus in die Schüssel reindanken. Ja, ja, könnte man wohl tun. Könnte man. So, aber spiele so ein bisschen mit dem Gedanken, noch ein bisschen die Insel zu erforschen. Das mit dem letzten, das ist ja eine fette Riesenhöhle. Oh, ist wieder ein Dreier-Troll. Geil. Mit dem letzten Monster. Monster. Mit dem letzten Monster. Mit dem letzten Gott, den wir nach Valhalla geschickt haben. Ist Spiel eher schwieriger geworden. Also, wir konnten zwar mehr machen, aber. Naja, vorher haben wir uns mit Gröhlingen herumgeschlagen. Und, so die neue Klasse sind ja jetzt auch einfach mal graue Zwerge. Die sind ja deutlich knackiger. Mit denen kommen wir jetzt aber auch wirklich sehr, sehr gut zurecht. Hallo, ist da oben noch einer? Hallo? Ja, da ist noch einer. Ich hab's doch gesehen. Ich habe gesehen. Ich bin gleich... Hä? Hat das nur einen Schatten? Hä? Hat das nur ein... Vielleicht hat er auch nur einen Schatten. Und ich hab einen an der Waffel. Guten Tag, guten Tag. So. Ich hab leider keinen Kuchen für sie gebacken. Ich hab sie aber auch nicht erwartet. So. Aschi. Wie sieht er hier? Das ist wirklich eine andere Insel, oder? Und wie groß ist diese Insel? Die ist wahrscheinlich nicht allzu groß, oder? Wie groß ist die? Ist sie größer als meine? Ich war... Das hat jetzt nichts mit Unsicherheit zu tun oder so? Das ist eine ganz normale Frage. Ist die Insel größer als meine Insel? Blaubeerchen! So, drei Büschchen. Sehr schön. Tradition. Es ist einfach Tradition. Ich habe da oben natürlich sträflich vernachlässigt. Aber.
Man soll es ja nicht verkommen lassen. So. Würde mal hier noch eine kleine Runde drehen. Mich kurz mal ein bisschen umschauen, was denn hier so alles am Start ist. Aber so richtig? Ja, weiß ich auch nicht, wa? So, So richtig, was anderes ist das hier auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Kannst jetzt auch einfach immer nur blau nennen. Ich glaube, oder? Ja, es ist immer. Geht nicht, geht nicht. Kannst nicht nur blau nennen. Dann ist schon wieder ein Spawner, oder? Hat sich da einfach nur die Sonne wieder so komisch. Ja, mit einer Birke wieder zusammen. Immer diese Birken. Okay. Oh, geil. Noch ein paar leckere Beeren. Das sind nur zwei Sträucher. So, paar hin. Nee, drei. Oder an dem. Ich nehme alles zurück. So, machen wir das einfach mal so. Hier ist aber auch ordentlich Action. Was ist denn hier los? Wäre ich doch mal hier rüber geschwommen. So. Hätte ich hier auch mein Häuschen bauen können. Geil. Aua. Ist auch alle ein bisschen übersichtlicher hier. Schön. Was ist das schön hier? Warum ist es so schön hier? Warum ist es woanders immer so schön und bei mir ist es immer so... Ja, ist halt zu Hause, wa? Da wohne ich. Das ist halt hier die gute alte Platte, wa? Ja, Miete ist preiswert. Ich wohne da, ich kenne mich in der Gegend aus. Die Nachbarn sind nur... Ist der Teufel, den man kennt, quasi? Oh, ziehen sie Meier von schräg oben, die vergisst ständig ihr Hörgerät. Da ist immer die Glotze richtig laut. Da kann ich einfach meinen Ton runterdrehen. Und kann da einfach dann mithören. Hui. Und das ist dann immer noch mal ein bisschen interessanter. Mehr Abenteuer. Obwohl... Letztendlich ist es genauso wie bei mir. Ist es wirklich genauso wie bei mir? Ihr könntet bei mir jetzt hinten auch gerade in Richtung Dunkelwald durch den Wald rennen. Das sieht ka... Was ist das? Ach, es ist ein Stein. Ich habe ja schon wieder eine leichte Hoffnung gehabt, dass das eventuell ein Nest ist. So, zeig her. Nimm ich... Dankeschön. So, die kommen eh nicht wieder. Die sind ausgeflogen. Die haben entweder sitzen sie schon an der langen Tafel oder die Linie da irgendwo da hinten im Wald und sind Dünger. Schöner Baumdünger. Ach Gott, oh Gott. Oh, was haben wir denn hier? Da oben. Oh. Okay, gut. Ja, Folge ist ja gleich zu Ende. Mein Gott, das ist eine halbe Stunde, wollte ich machen. Halten wir es mal ein. Komm. Halbe Stunde. Halbe Stunde ist ja schon wieder rum. Habe ich schon eine halbe Stunde gesagt. Alles über eine halbe Stunde ist auch wirklich hier... Ja, der pure Luxus. Der pure Luxus. Ja, den kann man eigentlich auch nicht jeden Tag geben. Sonst wird es einfach zum Standard und die Leute wollen einfach immer mehr haben. Es ist ein langes Spiel, ich fühle mich auch länger überhaupt nicht mehr so richtig ausgeruht. Ja, heißt also, wir sehen uns morgen vielleicht wieder, wenn ihr denn Lust habt. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und habt noch einen schönen Abend oder Tag oder eine schöne Nacht. Bis dann. Ciao.